Keine zweimal. Nee, mit der Kugel. Hat sie aber nicht getroffen, Alter, ja. Jetzt habe ich es mir gemerkt gehabt. Jetzt? Oh, danke schön. Danke schön, Servados. Du bist wirklich ein herzallerliebstes kleines Wesen. Dass sogar den Diablos mit angreift. Dass du mich triffst, ist eine andere Sache, aber erstmal angreifen. Ist sehr gut für mich. Für dich vielleicht nicht so. Ich meine, du hast dann so ein riesengroßes Ding, was gegen dich kämpfen will, aber... Naja, egal, egal, egal. Jetzt ist meine Frage. Will das Ding mich treffen oder den, wenn es hier so angerannt kommt? Weil beides möglich wäre. Also, angeflogen. Das sind ja fliegende Sandfische. Mit Sandy. Von SpongeBob. Hey, you ain't gonna run to Tony. No, you don't. Ja, Diablos. Lucy, the Boss. Einfach nur der Boss, der dich gerade platt macht. Das Tony mit seiner Bombe. Hat leider nicht getroffen. Aber wäre geil gewesen. Dann wo block ich denn bei dem nicht ab? Wenn er in der Falle ist. Also in der Schallbombenfalle, falls man so sagen kann. Kopf sieht eigentlich ganz gut aus. Also wirklich direkter Kopf. Dankeschön, Severus. Du bist wieder so herzallerliebst zu mir. Wo ist er denn gerade? Ach, da ist er. Haut ab. Perfekt. Oh, jetzt wollte ich mich gerade bedanken, da springt er weg. Gut, ich hatte ihn gerade in Eiern. Ich glaube, ich gehe jetzt dem mal wieder hinterher. Bevor es dann aufhört, gut zu laufen. Obwohl. Ich könnte auch hier bleiben und warten, bis er zurückkommt, weil dort verliere ich Ausdauer. Aber egal. Scheiß drauf. Wer braucht schon mit Gewehr dann zur Ausdauer? Wird alles überbewertet. Nicht wahr, Diablos? Siehst doch genauso. Ist doch schön, wenn sich hier zwei gefunden haben, die gleichdenkend sind. Seelenverbunden im tiefsten Inneren. Dann aber wiederum Feinde wegen widriger Umstände. Ach, was für eine traurige Geschichte. Aber still a better love story than Twilight. Zwischen mir und dem Dämonenkönig. Hades. Würde zumindest zum Namen Dämonenkönig passen. Ich muss jetzt mal der Lateiner hier in der Runde erwähnen. Hey, du hast mich nicht getroffen, Gambray. Du mich auch nicht. Könnt ihr mal anfangen zu zielen? Ich meine, ich stehe hier seelenruhig in der Gegend rum und ihr springt immer über mich. Das ist so erniedrigend. Was denn des Wortes? So, die sehen mich. Ach, keine Gefahr, lass uns drüber springen. Ist wie Bock springen. Oh fuck. Oh fuck. Oh, dankeschön. Ey, die retten mich echt? Das ist ja mal Premium hier. Mein Gott, dankeschön. Habe ich gerade klappen gehört? Nee, habe ich nicht, oder? Nein, hab ich nicht. Also wenn dann eingebildet, aber es hat zumindest nicht geklappt. Naja, ja, renn ruhig. Renn um dein Leben, als wenn du abhauen würdest. Dass du nämlich auch tust. Wenn du keine Chance gegen mich hast. Pain in the ass. Verdammt, ich fange schon wieder an zu spielen. Ganz schlecht. Konzentriert bleiben, ansonsten verliere ich das Ding noch. Also ich freue mich echt. Also die zwei Kravion gerade eben haben sich gelohnt, wenn jetzt der Kampf... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay. Wenn der Kampf jetzt so gut läuft, ohne Probleme. Komplett ohne Probleme. Also. Nee. Schallbombe. Ey, Schallbombe? Bist du wütend? Nee, du bist doch nicht wütend. Ich hab's bloß nicht getroffen, wa? Weil ich mal so nebenbei meine letzten zwei Schallbomben verschallt. Aber wenn er sich nach dem Eingriff, ist doch auf jeden Fall normal. Wieso klar, das funktioniert? Meine Güte. Ey, ja, Footsteps. Die schönsten Steps, seitdem es Foot gibt. Was? Egal, passt nicht. Oh Mann, ohne Schweif kann ich den so nicht mehr treffen. Schöner, einen schönen Stummel hast du da, mein Krüppel. Diablos, der Krüppelkönig, würde momentan besser zu dir passen. Allerdings wäre das ein bisschen beleidigend für alle. Ihr wisst schon.
aber soll eigentlich nur für den da gelten. Ich bin nicht gut im Beleidigen. Nein, 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 nein. Ich hab's gewusst. Ich hab gewusst, dass du jetzt zu mir kommst, Krümmelkönig. Sag mal einfach selbst an unser Krümmelkönig. Das würde am besten passen, weil da wird keiner beleidigt. Ich meine, wer will den da schon als König haben? Ernsthaft, das will doch keiner. Diablos, komm her. Komm her. Ja, ja, noch ein Stückchen. Genau, da will ich dich haben. Dort und nirgendwo anders. Wie? Bray, ist es nicht schön, dich hier zu sehen? Wenn ich gerade dabei bin, den Diablos mit meinem geilen Feuer anzugreifen und du dann um die Ecke kommst und mir meine geile Aktion verdirbst, ist das nicht ein Segen für die Menschheit, dass es dich gibt? Bray, ist das nicht schön, dass du hier da bist? Weg, hinfort mit dir! Oh oh. Immer auf den Großen achten. Die Kleinen sind nur Spaßvertreib. Zeitvertreib. Spaßvertreib. Groß. Where's the difference, man? Bam. Ich wusste es, dass das eine dumme Aktion ist. Ah, oh, fuck. Ich hab's geahnt. Als er so angefangen hat einzugraben, wusste ich... sollte es aufhören. Aber es gibt keinen Abbrechenknopf. Und ich hatte gehofft, dass der Gambray jetzt mal ausnahmsweise zum perfekten Zeitpunkt angreift. Aber... naja, man kann halt eben nicht alles sagen. Ich habe schon mal wesentlich länger überlebt als beim letzten Mal. Oh, okay, Waffenstärke ist auf dem Maximum. Müssen wir mal den Ohr Trank. Was relativ dumm war, ich hätte mir aufheben sollen, aber egal. Zurück ins Gefecht. Unser Land braucht uns. Wir müssen ihn vor dem Krüppelkönig beschützen. Der mit seiner Armee von Dämonen angreifen will. Bist du gerade abgehauen? Bist du gerade ernsthaft abgehauen, Kleiner? Hast du Angst vor mir, ne? Kommt der Böse hier und will dich töten? Bäm, zack, bum, bang, bam, bam, hopsala. Der ist noch nicht einmal umgefallen. Und ich meine, ich kämpfe jetzt schon eine Weile gegen den. Eine Weile gut und effektiv gegen ihn. Ja, ich kann das zweimal. Freudig. Der auch nie geholfen. Was das ist nicht mal was dran an dem Ding. Was soll mich denn da bitte schön treffen? Der hat doch nichts mehr. Entmannt und enthornt. So typisch mein Abzeichen. Oder wie heißt das? Meine Handschrift, genau. Und... toah. Mein Gott, ich hätte warten sollen, bis ich wieder schießen kann, aber egal. So kriege ich die Westpoint, mein einziges Ziel. Westpoint töten. Fetzstein wurde gestohlen? Nein! Fetzstein wurde zurückgenommen. Und in your face. Und diesmal klappt es besser, weil ich gleich wieder blocken kann. Zack. Perfekt getimter Angriff. Bis auf das Einkram. Das war nicht so gut. Aber ansonsten perfekt getimt. Den Umständen entsprechend perfekt geteilt, sagt man so. Wobei natürlich andere Umstände perfekter gewesen wären. Aber egal. Ich fange schon wieder an, Gott und die Welt in Frage zu stellen. Vor allen Dingen den Krüppelkönig. Aber der hat's verdient. Okay, ich gehe hier mal kurz rein. Ist so bequem hier drin. Kann man sich mal schnell heilen. Gegebenenfalls den Gemüseätzen besuchen. Na, mein Freundchen. Was denn da? Nachwuchs. Hab ich was im Gesicht kleben? Ach ja, hier, ich gebe dir das auf Vorrat geliefert, danke. Und pass mir gut auf, ja? Spezialpilz, danke. Nehme ich gerne. Der steht ja immer noch hier. Das hätte ich jetzt nicht gehofft. Okay, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und so weiter und so fort.
Der versteht es, auf seinen großen Auftritt zu warten, ne? Er wartet jetzt, bis ich irgendwas mache und dann kommt er raus, sag ich doch. Oder bis er merkt, dass ich überhaupt nichts machen will, weil ich weiß, dass er wartet. Booyah! 360 Fire Shot! In the footstep! Yo, Miner! Epic Nest Level over 9000! Würde ich mal meinen. Ah, wow, ich werde getroffen, wow! Hey Tony, kommst du kuscheln? Ich mach es mal schön warm hier. Richtig geil, heiß, ne? Was wir hier für Salsa tänzen können, das ist Erotik pur. Also außer bei dir. Außer ihr steht auf Katzenpornos, dann ist es bestimmt echt geil. Ja, übrigens, ich muss kurz wieder nachladen. Da wir gerade bei Erotik sind. Toni, komm mal her. Er hört aufs Wort. Wer ist Beutel nicht? Toni, wehe dir. Okay, dann du hörst mir doch bestimmt mit einem Ohr zu. Ich meine, ich kenne dich doch, du hörst mir immer mit einem Ohr zu. Also, was haben Ironie und... Also anders. Was ist der Unterschied zwischen Ironie und Erotik? Toni? In deinem Fall gibt's keinen. Bam. In your face. Na, da sagst du nichts mehr. der musste jetzt raus. Der hatte mir die ganze Zeit auf der Zunge. Und ich wollte jetzt nicht den Krüppelkönig das an. Ans Horn werfen. Als Angeknackste. Weil A ist er dann wahrscheinlich noch wütender auf mich. Mein Toni hat mich auch gerade geschlagen. Und B würde ich dann noch die Leute mit beleidigen, die ich eigentlich gar nicht beleidigen will. Und daher, Toni, perfektes Opfer. Denn jede Gesellschaft braucht einen Boomer. Das ist halt eben in den meisten Gesellschaften immer eine und dieselbe Gruppe. Aber manche haben es halt eben auch übertrieben. Und andere haben es halt eben einfach geglaubt. Was also kam. Und schon sind wir wieder bei Politik, wo ich eigentlich überhaupt nicht hin will. Weil ich nicht allzu viel mich damit bisher beschäftigt habe. Und du lässt mich bekrüppeln. Sie habt es, Dämonenkönig. Wenn du jetzt noch einmal deine bekrüppelten Fähigkeiten einsetzt, mich zu treffen, indem du eine 90-Grad-Drehung unter der Erde innerhalb von einer Millisekunde machst, dann gibt's aber Stress, mein Junge. Und zwar von Toni. Dem Ironie-Erotik-Mocken. Der Katzenverdiener-Einheit. Special Troop. Wehe, der krebt sich ein. Da, wovon habe ich bitte schon so viel Schaden gerade bekommen? Der hat sich ein paar Mal gedreht und ich habe meinen Angriff aufgeladen. Mehr ist da nicht passiert. Und ich bin fast tot. Nein. Na, warum bin ich gesprungen? Okay, kriegt sich ein. Meine Chance wegzurennen. Renn und erlehnen Sie, Nukopus. Und trink den Megatrank. Nicht nochmal gestorben. Das Schlimmste abgewendet. Das gefällt mir. Okay, und dann kriegt sich nur einer. Das gefällt mir mehr. Oder besser, noch mehr. Sucht euch was aus. Ja. Kommt gleich ruhig an, wie du willst. Boom, da liegt er zum zweiten Mal. Ja, der GL Master ist am Start und vergisst, dass er keine Munition mehr hat. Yo, erstmal nachladen. Hops. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt ähnlich getroffen werden hätte, würden sein zu Dingsabumstern. Oder ob ich einfach mal geil gemollt bin. Aber ich gehe mal für zweite raus. Weil geil, ne? Kann es sein, dass meine Waffenstärke schon wieder gesunken ist? Kann das sein? Müssen wir gleich mal überprüfen. Am besten in einem anderen Gebiet. Aber ich glaube, ich probiere es einfach. Toni, lenk ihn ab. Das ist keine Ablenkung, man. Das hier ist Ablenkung. Schlag auf Fuß, Explosion. Ist das nicht mal Aufmerksamkeitserregend Nummer 1? Ja, das ist es. Und gerade habe ich ihn so richtig geil Feuer unterm Arsch gemacht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ach, was bin ich für ein Wortspielmeister.
Unglaublich, aber warm. So, die Richtung? Ja! Nein! Not again, Diablos. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich blocken kann. Ich weiß, das vergesse ich gerne mal, wenn ich irgendwie eine Lanze, Galle oder ähnliches habe, aber gerade war es mal kurz da. Dieses Wissen des Möglichkeits des Blockens. Schockwelle! Toni, mein Meister! Nice one! Das war Epigkeitslevel over 90.000. Da hat mich die Bombe nicht mehr getroffen, die du geworfen hast. Oh, das ist immer geil. Dankeschön. Und er haut schon wieder ab. Was für ein Feigling. Mir kann es recht sein, da verliere ich keine Ausdauer. Aber wo Ausdauer? Der Vorrat ist doch da. Ich könnte da mal schnell hinbummeln und mir was rausholen, aber ich weiß nicht, wie viel Leben der Typ hier noch hat und ob ich mir das leisten kann. Und bisher humpelt er noch nicht, das heißt, ich kann es mir nicht leisten. Und wenn er dann humpelt, dann brauche ich es auch nicht mehr. Toni, du hast gerade den falschen Gegner getroffen. Oh, geil, das Zusammenzucken kenne ich. Das kenne ich, er ist fast erledigt. Geil. Also fast, Anführungsstriche natürlich, aber man könnte ihn, glaube ich, jetzt fangen. Und es soll schon mal was heißen. Theoretisch sollte es was heißen, aber naja, was soll's. Stirb, Vespot. Dich braucht hier eh keiner. Er braucht schon Honigbienen. Nach Albert Einstein braucht das keiner. Zumindest 3 Jahre lang. Dann könnte man wieder ein paar gebrauchen. Ganz dezent. Ich habe keine Schallbomben mehr, ne? Ich war vorhin so doof, alle zu verwerfen und dabei nicht zu treffen. Weil sowas kommt halt eben von sowas. Und sowas ruft sowas hervor. Und das macht dann sowas. Und wird dann von sowas getroffen. Bam. Und macht ihn gut. Eine Kausalkette vom Feinsten. Und... Pain in the ass, pain in the ass. Naja, schrei zweimal, einmal reicht ja nicht. Ist ja voll der coole Doppelschreier. Kriegst dafür eine Medaille. Obwohl du bist ja schon König der Behinderten. Da brauchst du keine zweite Medaille. Die eine reicht. So. Oh nee, nicht schon wieder. Ich geblockt. Ich habe mich sogar in die richtige Richtung gedreht. Also zumindest fast. Aber irgendwie ist der gerade so ein kleines bisschen aggro. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht, was ich ihm getan habe. Bis auf die Wunde am Schweif und am Kopf. Und an den Beinen und am Unterkörper. Und am Kopf. Und am Rücken. Und am Kopf. Und am Schweif. Und an den Beinen und am Bauch. Aber ansonsten ein paar Verbrennungen 5. Grades, das ist doch jetzt nicht so schlimm, mein Freund. Siehst du, solange du dich noch drehen kannst. You spin me right around, when you go around yourself. Und so weiter und so fort. Kennst du den Song ja? Haben oft genug angesungen. Ja, vergraben kannst du dich, das weiß ich, aber muss jetzt nicht sein. Muss ich schon wieder witzen? Ich hab doch eigentlich grüne Schärfe, dachte ich. Theoretisch, irgendwann mal sollte ich welche gehabt haben. Du hast schon wieder abgehauen. Ah, Waffenstärke ist gestiegen. Und Vesper greift mich an. Das sind so Sachen, die kommen immer gleichzeitig. Manchmal ist auch das eine vor dem anderen, was dann was besonders nervig ist. Kurz vor Waffenstärke ist gestiegen, kommt da so ein Vesper-Stich, bist paralysiert und musst warten. Warten. Und das Ding macht einfach nicht hin. Bist die ganze Zeit paralysiert. Und dann musst du nochmal von vorne wetzen. Ne, Diablos? Alter, du hast da perfekt reingeguckt. Also nahezu perfekt. Jetzt sei davon auch bitte geflasht. War jetzt nicht unbedingt notwendig, dass ich treffe, aber es wäre mal ganz cool gekommen, muss ich sagen. Ne? Mein Kumpel.
Siehst doch genauso wie ich.